SWR-Nachrichten um 7 Uhr mit Stefanie Baumann. Mittelstand rechnet mit sinkenden Umsätzen. Und Klimawandel lässt Extremwetterphänomene weltweit zunehmen. Das Wetter häufig Regen, Höchstwerte zwischen 9 und 15 Grad, für die Jahreszeit zu mild. Der Mittelstand in Deutschland muss wegen der Corona-Krise mit deutlich sinkenden Umsätzen rechnen. Jede sechste Firma streicht daher Stellen. Laut einer KfW-Studie könnten 1,1 Millionen Jobs wegfallen. Starkregen, Hitze, Trockenheit. Der Klimawandel lässt Extremwetterphänomene weltweit zunehmen. Auch in Deutschland ist dies spürbar. Deshalb will die Bundesregierung den bereits im Oktober beschlossenen Aktionsplan, der unter anderem mehr als 1,5 Milliarden Euro Ausgaben für Vorsorgemaßnahmen vorsieht, zügig umsetzen. Und nun noch eine Meldung aus gegebenem Anlass. Es begab sich, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit. Diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und nun zum Wetter. Hi. Und alles gut? Ja. Wie geht's dir? Ein bisschen verwirrt gerade. Du auch? Echt? Ja. Hast du es gerade auch gehört? Ja, meinst schon dasselbe, das oder? Ich schon. Fürchtet euch nicht. Ja, was soll das? Echt komisch, weiß auch nicht. Aber jetzt komm erstmal mit. Hier, Mathe. Muss schauen, wo es ist. Hm. Weiß auch nicht genau. Erstmal ist es gerade nicht so. Könnten wir bitte noch mal drüber reden, was das vorhin im Radio war? Weil, weiß nicht, das war echt komisch. Also, ich fand's richtig komisch. Ja, ich doch auch. Ja, und was war das genau? Ja, einfach die Weihnachtsgeschichte mal so in einer Zeit, würde ich sagen. Ja, schon. Das ist schon krass. Ja, besonders dieses fürchtet euch nicht. Ich meine, wie soll das funktionieren? Google doch mal Weihnachtsgeschichte und fürchtet euch nicht. Warte, ich kann mal nachschauen. Hier, guck mal da. Ein Staatsanwalt in einem Mafia-Prozess. Oh, können wir das anschauen? Das hört sich echt interessant an. Stimmt, ein ganz schön gefährlicher Job. Also, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst in diesem Verfahren und auch die italienischen Kollegen vermittelten auch nicht den Eindruck, dass sie Angst haben. Jedenfalls haben sie es nicht gezeigt. Sie sind, oder wir waren alle überzeugt im Grunde genommen vom Kampf gegen das Böse, gegen das organisierte Verbrechen. Gibt es andere Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie
in denen Sie schon mal Angst gehabt haben? Natürlich, natürlich habe ich auch Angst. Ich denke, jeder Mensch hat Ängste und die Angst zum Beispiel vor Krankheiten oder früher vor dem Abitur, vor dem Examen. Das sind Ängste, die jeder hat. Ich hatte bisher im Leben sehr viel Glück. Dafür muss ich dankbar, dafür bin ich auch dankbar und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja. Ich bin reingegangen und war vorher furchtbar nervös, aber in dem Augenblick, wo ich dann in der Prüfung war, ging es dann. Nicht verrückt machen lassen. Gibt es sowas, was stärkt oder ist es so eine innere Stärke, die Sie haben? Vielleicht auch der Misserfolg. Ich hatte auch Misserfolge und da bin ich dann letztendlich auch gestärkt ausgegangen, dank meiner Familie auch. Schau mal da, wie der aussieht. Wie so ein Rocker, der gleich so mit Lederjacke und Motorrad ankommt. Hey, aber warte. Ist das nicht der Typi von der Kirche? Der hat so viele Tattoos. Haben die eine bestimmte Bedeutung? Ja, schauen wir mal. Was ich auf meinem Körper trage, sind einfach ganz zentrale Bedeutungen aus meinem Glauben und damit mein getragenes Glaubensbekenntnis. Man sieht es ja gleich vorne, die Lutherrose, die trage ich sehr zentral mit den vier theologischen Prinzipien drumherum. Auf dem Rücken habe ich ein sehr großes Jesusbild, wo er im Gebet versunken beim Abendmahl sitzt. Ich habe die vier Evangelisten auf dem Arm. Und da vorne ein Grab mit dem Ain't No Grave, ein Song von Johnny Cash, Ain't No Grave Can Hold My Body Down, wo ich davon überzeugt bin, ich werde auferstehen. Das ist Sinn und Zweck meines Lebens und meines Glaubens. Dieser Satz, finde ich, ist eine generelle Zusprache oder eine Zusage an uns und heißt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott ist immer bei mir, selbst wenn ich selbst nicht mehr spüre, dass er da ist, wird er da sein. Und das gibt mir auch in meiner dunkelsten Stunde oder in dunklen Stunden überhaupt einfach die Gewissheit, er ist da, er schickt mir seinen Engel. Oh hey, den kennen wir doch, oder? Warte. Ja, warte. Da haben wir in Rallye schon mal was angeschaut. Das ist unser Bischof, genau. Ja, klar. Also so eine klassische Situation, die ich wahrnehme, die mir im Konfirmandenunterricht in den Jahren sehr oft begegnet ist, zum Beispiel, meine Eltern trennen sich. Was heißt das? Was passiert dann da? Oder klassischen Mobbingstrukturen. Wir haben in den Schulen, ich habe das auch oft ja schon gepredigt als Beispiel, wir haben in den Schulen leider das nicht so selten, dass doch Einzelne rausgepickt werden und dann in einer Weise unter Mobbingdruck geraten, den ich wirklich ziemlich furchtbar finde. Und was heißt jetzt, fürchte dich nicht? Das würde ja heißen, einer aus der Mobbinggruppe tritt plötzlich mal raus an meine Seite oder es gibt ein Verfahren, wie ich merke, ich bin stark genug, dass ich davor keine Angst haben muss. Anders, jetzt nicht so politisch, aber doch auch sehr eindrücklich geht mir das an Sterbebetten. Da gibt es ja auch sowas und das kennen, glaube ich, auch Jugendliche schon. Ja, die Oma stirbt oder so, will ich da eigentlich nochmal hingehen? Will ich mir das nochmal angucken? Will ich nochmal mit der reden? Also wir kennen das alles jetzt nur aus dem Tatort oder so. Und das halte ich nicht für einen klugen Ort, wo man was dazu lernen kann, sondern sich nicht vor dem Tod zu fürchten, sondern mit so Menschen dann so einen Schritt mitzugehen. Das kann man eigentlich am Sterbebett besser lernen. Und da, finde ich, merkt man auch sehr schnell, was das heißt, sowohl für einen selber, als auch, was man von so jemandem, der stirbt, lernen kann, über was heißen kann, fürchte dich nicht. Denn das gibt es manchmal auch, dass Menschen sehr getrost dann diesen letzten Weg gehen, auch manchmal ohne große Worte oder so, aber doch irgendwie, das ist jetzt auch gut. Und wenn sie dann loslassen können und so und man selber loslassen kann. Puh. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee. Ja, komm gleich wieder, schau du mal weiter. Ja. Danke.
Schau mal, ich habe so ein Interview gefunden. Da ist so ein Mädchen, die war irgendwie beim Bundespräsidenten. Und dann hat sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Weil die hat diesen schweren Ordnungsausweis, die soll. Das klingt doch interessant, interessant, oder? Interessant, ja. Mach mal rein, ne? Also, ja, ich war schon aufgeregt und ein bisschen Lampenfieber hatte ich tatsächlich auch, aber ich habe das eben nach außen hin nicht so doll gezeigt, dass ich halt Lampenfieber habe. Ich habe das halt versucht, in mir drin zu behalten, das Lampenfieber, und einfach mit Freude daran zu gehen und einfach zu denken, ja, das wird cool. Und ich hatte auch noch mal eine andere Situation, wo ich mich gefürchtet hatte. War mein Vater da gerade in der Firma, also bei sich, und Mama war einkaufen. Hier zog sie da schon so dunkel an, dann hat es angefangen zu gewittern. Da habe ich dann erstmal voll Angst gekriegt und habe gedacht, jetzt so ein Telefon Inge anrufen und sagen, ja, ich habe gerade Schiss, was soll ich tun? Weil dann habe ich gedacht, so, Hanna, du schaffst das. Du weißt, deine Mutter kommt gleich wieder vom Einkaufen, du schaffst das jetzt. Dann habe ich mich einfach oben ins Bett gelegt, habe mir meine Decke über den Kopf gezogen und habe einfach probiert zu schlafen. Und irgendwann bin ich halt eingeschlafen und habe dann nichts mehr mitgekriegt von dem Gewitter. Und dann stand Mama, als ich aufgewacht war, plötzlich neben mir. Also habe ich mir sozusagen damit meine Angst überwunden. Die Weihnachtsgeschichte, eine von Ihren Lieblingsgeschichten, oder? Mhm. Und Sie sind jedes Jahr die Regisseurin, wenn Sie die Weihnachtsgeschichte mit Playmos aufbauen. Gibt es in der Geschichte eine Lieblingsfigur von Ihnen? Ja, also die Engel sind meine Lieblingsfiguren und Maria. Also die Engel, weil sie einfach toll sind, weil sie eben diesen Satz sagen zu den Hirten, fürchtet euch nicht, habt keine Angst und so. Einfach, weil die Engel, ja, wie soll man das sagen, auf den Himmel kommen und diese Botschaft sozusagen den Hirten überbringen. Ach ja, und warte, hier war auch noch was. Ah ja, hier, guck mal, da bin ich noch. Da habe ich noch diesen einen Namen hier gesehen, das war Pater Klaus Mertes. Und der hat irgendwie, ist richtig krass, der hat nämlich vor einigen Jahren diesen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt. Okay, das ist krass. Hört sich echt krass an, ja, zeig mal. Und wenn ich fragen würde, wo musste ich denn Angst überwinden, dann würde ich sagen, naja, als dann eben dieser große Knall losging und ich und dann die Schule von allen möglichen Übertragungswagen umgeben war, die öffentliche Aufmerksamkeit da war, dann habe ich zum Beispiel eher Angst um unsere jetzigen Schülerinnen und Schüler bekommen. Was bedeutet das denn jetzt für die? Also plötzlich so im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, plötzlich mit dem Stigma Missbrauchsschule behaftet zu sein, was sie ja dann bis heute in gewisser Weise sind. Und also da war schon dann die Frage, die Angst um die Jugendlichen heute. Was bedeutet so ein Aufarbeitungsprozess für die jetzt? Denn die müssen ja die Zeche mitzahlen. Solche Ängste habe ich dann bekommen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Satz. Der Engel auf dem Feld sagt es ihnen, der Auferstandene sagt es seinen Jüngern ja auch, fürchte dich nicht. Und ist ein Schlüsselsatz. Er weist mich darauf hin, dass die Angst kein guter Ratgeber ist. Also der Satz, fürchte dich nicht, bedeutet ja nicht, habe nicht das Gefühl der Angst. Sondern der Satz bedeutet für mich, nimm ein bisschen Abstand von der Angst und fang einmal an, die Angst zu reflektieren. Und da ist das allererst das Wichtigste, hab keine Angst, einem guten Freund oder einer guten Freundin oder im Gebet, dem lieben Gott, deine Angst zu zeigen. Dieser Satz, fürchte dich nicht, heißt für mich, hab keine Angst, dich mir anzuvertrauen, auch in deiner Angst. Und das hilft im Umgang mit der Angst. Stopp, warte mal. Die kenne ich doch. Meine Mutter hat Bücher von der. Margot Käßmann heißt die. Die war nämlich mal Bischöfin und tritt jetzt in Talkshows auf. Also hier steht, sie ist das Gesicht der evangelischen Kirche. Krass. Ja, wollen wir das dann noch anschauen? Ja, von mir aus. Komm, einen schauen wir noch. Ja. Für mich spielt da der christliche Glaube schon eine Rolle. Ich finde so schön diesen Satz, der öfter in der Bibel vorkommt, sei getrost und unverzagt. Das finde ich schön, getrost, weil du dich von Gott getragen fühlst, aber auch unverzagt, also nicht
zu ängstlich sein. Für mich ist dieses Fürchtet euch nicht wie so eine Visitenkarte, die dir die Engel im Leben immer mal wieder hinhalten. Und natürlich habe ich auch Angst erlebt in meinem Leben. Manchmal bei Auseinandersetzungen, wo ich dann ein Magengrummeln hatte. Ist das jetzt richtig? Dann beispielsweise bei meiner Krebsdiagnose. Ja, wenn du plötzlich hörst, du hast Brustkrebs, dann bekommst du schon einen ordentlichen Schreck. Wie soll es weitergehen im Leben und geht es überhaupt weiter? Und da denke ich, ist das fürchtet euch nicht so was Tragendes. Es gibt schon Menschen vor mir, die Angst hatten und die durch mussten. Ich finde, Sören Kierkegaard, ein Theologe, hat das so schön gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und ich konnte dann immer wieder ganz gut nach vorne leben. Ich denke, auch 15-Jährige kennen sehr wohl die Angst, dass du ins Bodenlose fällst, dass in der Familie Probleme bestehen, dass du schulisch nicht mithalten kannst oder deine Freundinnen und Freunde dich fallen lassen. Dann zu wissen, Gott hält dich, auch wenn du fällst, das halte ich für eine Zusage. Dieses fürchte dich nicht scheint den Leuten ja wirklich was zu bedeuten. Ja, schon. Ich weiß nicht. Manchmal wünsche ich mir, das würde mir auch einfach helfen, weil ich mache mir gerade echt Sorgen wegen meinen Eltern. Ich habe echt überhaupt keinen Bock, dass die sich trennen. Ich weiß nicht. Verstehe ich vollkommen. Aber ich meine, es ist einfach wichtig, dass du mit Leuten über deine Angst redest. Und das machst du ja gerade mit mir. Ob das jetzt mit deinen Freunden ist, so wie mit mir, oder wenn man gläubig ist, dann redet man mit Gott. Das ist im Endeffekt egal. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das Beten so ein bisschen fremd. Ich weiß nicht, ja. Das kann ich verstehen. Geht mir auch so. Wir haben im Konfi mal so ein Musikvideo angeschaut, das eine Art Gebet ist. Ein Rapper hat das mal geschrieben, als sein Vater gestorben ist. Komm, ich zeig's dir mal. Cause you can. My trouble, he won't let go. If I lose my way, Lord, I pray, lead me home. In the darkness, when it's hardest, you are my hope. In my highs and lows, cast your cares on his shoulders. The storms might come, but he'll never leave. Take his word, he'll forever be. Source of strength when we're running out of energy. Place your cares on his shoulders, the remedy. He'll give you strength that is needed for every task. And I know he's on our side and that's everything. In the past, he has led us even through the dark. And anything we need, we can ask. Cause I know, in my weakness, when it's darkest, when I'm lonely, I'm
his shoulders. Also ich brauche gerade keine Schule mehr. Irgendwie ist jetzt Weihnachten. Ja, ich bin voll in Weihnachtsstimmung gerade. Ich brauche jetzt irgendwie einfach was anderes. Ach, komm, wir gehen. Ja. Warte, zurück. Ja, geht. Weißt du was? Ich hatte gerade einen komischen Gedanken. Ich meine, die Weihnachtsgeschichte kam doch heute im Radio, weil sie doch immer noch wichtig ist, oder? Ja, und? Ja, guck mal. Ich meine, gerade jetzt spüren so viele Menschen diese Angst. Und die Weihnachtsgeschichte vermittelt uns doch, dass es okay ist, diese Angst zu haben. Dass es okay ist, sich zu fürchten. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ist es doch wichtig, über diese Angst zu reden, ob es jetzt mit Freunden ist, wie dir, oder mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich weiß nicht, ich fühle mich viel besser, da ich das jetzt weiß. Und ich habe das Gefühl, das hat mir geholfen und ich werde jetzt auch öfters mit Gott reden. Hey, komm mal, schau mal, da. 'Cause you care on his shoulders. Oh, 'cause you care on his love. In my weakness, in my trouble, he won't let go. If I lose my way, Lord, I pray, lead me home. In the darkness, when it's hardest, you are my home. In my highs and lows, 'cause you care on his shoulders. Oh, 'cause you when I'm lonely, console me, ignite my faith. Na, was macht ihr an Heiligabend so? Weiß auch noch nicht. Vielleicht gibt es bei uns wieder Gottesdienst to go. Ich glaube, meine Mutter will das. Naja, unsere Gemeinde macht das wieder und da kann man sich alle halbe Stunde Gottesdienst to go mitnehmen. Und dann, ja, weiß noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen Familienzeit. Ja. Was macht ihr so? Na, eigentlich gehen wir ja immer in die Kirche. Also nur an Weihnachten. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und weißt du, vor allem das Ende finde ich immer mega schön, wenn alle Lichter ausgehen und Ode Fröhliche singen. Das ist echt schön. Ja, das ist schön. Irgendwie ein bisschen kitschig, aber ich mag's irgendwie. Was? Das ist doch nicht kitschig. Ja. Das ist toll. Naja. Ja. Komm gut nach Hause. Danke. Ciao. Don't be afraid, it's Christmas. Danke, ciao. Frohe Weihnachten. Tschüss. Thank you.
Und jetzt geht begleitet in die Weihnachtszeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Sagen, habt auf jeden Fall ganz viel Spaß an Weihnachten, lasst euch reich beschenken, feiert schön mit euren Familien oder Freunden und habt einfach Spaß an Weihnachten, singt viele Weihnachtslieder und genau, das sind meine Worte dazu.